viele gute Aufschlagpunkte. Trennen ihn noch von einem weiten Sieg über einen Top-10-Spieler. Und das noch so kurz vor Weihnachten. Oh, oh, oh. Aber sicherlich korrekt. Netzrichter Wayne McCune hat die Finger oben. Eieieiei. Da kann ich mitfühlen. Das tut weh. Der Punkt war schon sicher gewonnen. Peter Sempers war in der falschen Ecke. Ja, da lacht. Das war Stella, ein Geschenk. Die Schwester von Pete Sampras. Da war sich Michael vielleicht ein bisschen zu sicher bei dem Volley. Ja, Pete, den hast du wohl falsch gesehen. Da war der Wunsch größer. Aber der Ball war gut. 15 beide. Ja, er musste hin, Michael Stich, der wäre gekommen. Dieser Rückhandball von Sampras. Natürlich unheimlich knapper zweiter Aufschlag und Pete Sampras hadert mit den Entscheidungen der Linienrichter. Ja, immer auf der Seite. Das ist der gleiche Linienrichter, aber der ist ja auch noch der Schiedsrichter und der hat ihn auch gut gesehen. 30 beide. Uiuiuiui. Ich hab's fast erwartet. Ich hab's mir fast gedacht, dass das mit diesem Volleystopp nicht gut enden wird. Der war noch in Ordnung. Ja, ganze Platz offen. Den darf er nicht mehr erreichen, Pete Sampras. Und dieser Wutausbruch von Michael Stich ist verständlich. Gleich natürlich eigentlich nicht erlaubt. Kannst eine Strafe geben dafür. Sehr unfair jetzt einige Zuschauer, die beim Aufschlagfehler von Stich applaudieren. Ja, da ist passiert. Ist das denn zu fassen? Tja, aber in erster Linie hat er sich das selbst zuzuschreiben. Der erste Volley war so gut wie gewonnen. Das war nicht mehr nötig, den so knapp übers Netz spielen zu wollen. Das war schon ein ganz entscheidender Punkt. Und dann bei 30 beide nach dem Volleystopp hatte er noch eine gute Chance, den nächsten wegzusetzen. Da wollte er nochmal Cross spielen. Aber in der Mitte, da steht ja auf jeden Fall der Gegner. Also Michael, bisschen hast du das selber zuzuschreiben. Aber er führt immer noch 5-4. Wichtig ist, dass er das Spiel jetzt wegstecken muss. 2 Einsätze, 5-4 Führung. Das ist immer noch eine gute Ausgangsposition. Die Gefahr ist halt immer, dass man so einer vergebenen Chance lange nachtrauert. Immer wieder darüber nachdenkt, welchen Ball hätte ich wie spielen sollen, wo waren meine Möglichkeiten, wo habe ich die Fehler gemacht. Und das lässt natürlich eine völlige Konzentration auf diese wichtige, heiße Phase in diesem Match dann nicht so zu, wie es sein müsste.
Auch im Kloster gibt es tennisbegeisterte Damen. Diesmal hat Michael Glück, dass Pete Sampras mit dem Ball spielen will. Das gibt ihm wieder eine kleine Chance. 15:30. Er hat sich doch schneller wieder gefangen, der Michael, als ich das vermutet hatte. Gott sei Dank. Aber ganz knapp im Aus. Da hat nun wahrlich nicht viel gefehlt. Da ging es um Millimeter. Spielball Sampras zum 5-Beide. Daneben. Und das ist richtig. Da muss ich Michael Stich nun wirklich nicht beschweren, der Ball war im Aus. Korrekte Entscheidung. Aber es waren halt zwei knappe Bälle hintereinander und das macht ihn ein bisschen ärgerlich. Ja, das sind die Bälle, die in so einem Match entscheiden. Fingerbreit, ich kann es nicht oft genug wiederholen. Also ich glaube, der Ball zuvor war eher noch gut als der. Ich meine hier die Entscheidung korrekt. Wie auch immer, wir müssen uns mit den Tatsachen abfinden. Es steht 5-5 im vierten Satz. Hier sehen Sie es. Und Michael unter Druck. Ja, so hätte es vorher laufen müssen, ne? Als der Michael auch diesen Volley-Stopp angesetzt hat. Tja. Auch diesmal kommt Sampras hin, aber kann nichts mehr draus machen. Aber wichtig ist, dass er es jetzt nochmal in den Tiebreak hereinschafft. Zwei hat er ja gewonnen, vielleicht kann er drei hintereinander gewinnen. Ja, vielleicht gewinnt er auch 7-5.
Also, er ist im Aus.